Servus Leute, hier ist der Gigant hier und ich begrüße euch zum heutigen Video. Im heutigen Video wollen wir uns einmal anschauen, wie wir unsere Paktrüstung aufwerten. Das geht ja in der Zwischenzeit mit fortgeschrittenen Kampagne doch schon sehr hoch. Gerade für Twinks ist das, glaube ich, die beste Möglichkeit, gerade sich zu equippen. Und wie genau das geht, das zeige ich euch nach dem Intro. Was euch erwartet. So, das sind wir auch schon wieder. Wir stehen in unserer Pakthalle und jede Pakthalle hat einen Rüstungshändler für seinen jeweiligen Pakt. Bei mir ist es logischerweise die Nachtfei und dort kann man sich gegen Anima Rüstungsteile kaufen. Diese muss man über die Kampagne freischalten. Je weiter man in der Kampagne ist, zum Beispiel ich bin jetzt bei Kampagnenfortschritt 8 von 9. Nächste ID, das ist dann am 14.01. Bin ich dann bei 9 von 9 und kann mir dann auch noch den ganzen Rest hier kaufen. Aber mit 8 von 9 kann man jetzt schon sich das komplette Set hier bei dem Händler kaufen. Und ihr seht, beziehungsweise dazu muss ich noch sagen, ihr bekommt das auch über die Paktkampagne einmal komplett. Also wenn ihr da das nicht wegschmeißt oder verkauft, sondern behaltet, könnt ihr das dann irgendwann aufwerten, so wie ich sie gemacht habe. Ich hatte das Ganze noch auf der Bank, ein paar Teile habe ich sogar angelegt hier. Zum Beispiel, jetzt muss ich gerade schauen, hier die Hände habe ich angelegt. Ja, die sind jetzt auf Rang 5 von 7 aufgewertet, Gegenstandsstufe 184. Wenn man jetzt mal schaut, wenn man es sich hier kauft, sind die bei 164. Also ich habe diese an der Stelle schon aufgewertet. Nichtsdestotrotz möchte ich euch zeigen, wie das jetzt hier funktioniert. Seid stolz auf eure Arbeit. Im Übrigen, wenn euch das Video gefällt und auch weiterbringt, dann lasst mir doch gerne an der Stelle ein Abo da. Das würde mich riesig freuen. Ihr werdet absolute Wahnsinn. So, und genau neben dem Rüstungshändler der Nachtfee steht jetzt hier so ein Aufwärter. Ne? Bekommt das ähnliche Symbol wie beim Transmogrifizieren. Beziehungsweise umschmieden damals, hieß es noch in vergangenen Addons. Und wenn wir jetzt einmal draufklicken, dann können wir unsere Rüstung, egal ob auf Tasche oder angelegt, aufwerten. Die vom Pakt. Jetzt nehmen wir zum Beispiel hier beispielhaft die Hände, die ich angelegt habe. Die sind aktuell, wir sehen es, Rang 5 von 7. Und wir wollen sie jetzt aufwerten auf Rang 6 von 7. Dafür ziehen wir sie einmal her. Das Ganze kostet jetzt, weil die Stufe schon entsprechend ein bisschen höher ist, 250 Anima. Und wir bekommen dafür 6 Gegenstandsstufen auf 190. Dann werten wir das Ganze jetzt einmal auf. Und zack, schon sind sie auf 190. Jetzt sehen wir hier, wir sind aktuell auf Rang 6 von 7. Das sehen wir einmal hier auf dem Item und hier im Fenster wird es uns auch nochmal angezeigt. Und jetzt heißt es, schließt Kapitel 9 eure Paktkampagne ab. Das bedeutet, wenn ich jetzt nächste Woche, wie gesagt, am 14.01. ist ID Reset, die Paktkampagne weiterspiele, kann ich hier noch ein letztes Mal aufwerten und dann haben diese Gegenstände die Gegenstandsstufe 197. Und das ist schon sehr, sehr hoch meines Erachtens nach. Wenn man überlegt, im LFR bekommt man gerade mal 187, ja, bei normalen mythischen Instanzen 184, da ist 197 schon sehr, sehr hoch. Also ist das hier auch extrem interessant für Twinks, aber auch vielleicht noch für den einen oder anderen Main-Charakter wie meinen, der noch nicht so viel Gear hat, der nicht hier am Limit Mythic Plus Progress macht. Dementsprechend zeige ich euch das hier. Das war jetzt, wie gesagt, das, was ich angelegt hatte. Ich habe jetzt hier noch einiges auf Tasche. Da fangen wir jetzt zum Beispiel mal an hier mit dem Gürtel. Den ziehen wir einfach wieder rein. Der ist auf Gegenstandsstufe 177 und wir können den jetzt mehrmals aufwerten. Einmal kostet es jetzt nur noch 200 Anima, weil er eine Gegenstandsstufe oder einen Rang niedriger ist. Wir machen das jetzt einmal und dann sind wir auch hier bei 250 und dann machen wir das auch nochmal und schon haben wir den Gegenstand auf 190 statt vorher 177. Und können den jetzt auch einmal hier wieder rausnehmen und anlegen. Hier ist der Gürtel. Zack. Und schon haben wir an der Stelle 190 angelegt. Machen wir weiter mit gerade hier den Armschienen. Auch das nochmal aufwerten und nochmal aufwerten. Ja, und auch hier 190. Für den Ardenwald. Ich jage für den Ardenwald. Und dann gerade nochmal. Gebt auf die Schatten acht. Wichtig ist natürlich, dass ihr genügend Anima haben solltet, damit das Ganze auch funktioniert.
Das verbraucht natürlich einiges, aber ich sag mal, man bekommt am Tag, wenn man alle Weltquests farmt, so 1000 Anima zusammen. Damit kann man schon zwei Gegenstände aufwerten. Also, da muss man sich leider ein bisschen ranhalten. Ich habe es schon öfters mal gesagt, der Anima Grind ist etwas nervig, ja, aber an der Stelle, glaube ich, lohnt das sich definitiv, weil es ist doch ein ziemlich großes Upgrade für die angelegte Rüstung. Mögt ihr immer Wie gesagt, treffen. ab nächster Woche, 14.01. ist der Stichtag, gibt es dann auch nochmal die Aufwertungsmöglichkeit bis Stufe 197. Dementsprechend bleibt da auf jeden Fall dran. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video weiterhelfen. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, lasst mir auf jeden Fall ein Abo da, dann verpasst ihr in Zukunft gar nichts mehr. Aktiviert noch die Glocke dazu, das wäre der absolute Wahnsinn. Ansonsten war es das auch schon wieder von mir. Wir sehen uns im nächsten Video oder auch im nächsten Stream. Habt Spaß beim Spielen. Macht's gut, bis dorthin. Euer Giganti.